Ja, so ist es. Und bei mir ist der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Herr Haseloff, eine Riesenklatsche für die CDU, in der Form auch gar nicht erwartet worden. Woran hat das gelegen? Das ist ein bitterer Tag für uns, aber auch für die Mitte in der demokratischen Gesellschaft. Denn zum ersten Mal hat es bei einer Landtagswahl für die Mitte keine Mehrheit mehr gegeben. Das heißt, die politischen Ränder links und rechts sind in der Summe stärker als das, was sich in der Mitte zur Verfügung stellen würde für eine Regierungsbildung. Das ist eine Herausforderung. Und mit dieser starken AfD, gerade auch in Thüringen, muss man sich auseinandersetzen, unabhängig davon, dass natürlich auch die Legislaturperiode der letzten 5 Jahre dazu geführt hat, dass die Polarisierung in der Gesellschaft dort in Thüringen noch zugenommen hat und nicht abgenommen hat. Mike Moriker hat in den letzten Tagen immer betont, die Menschen in Thüringen sind es leid mit der Großen Koalition in Berlin. Die Grundrente ist nicht verabschiedet worden, obwohl er sich das gewünscht hätte. Lag es hier auch an der Bundes-CDU, an dem Auftritt der Bundes-CDU? Ja, wir haben ja die letzten Wahlen insgesamt gesehen, auch in Brandenburg und Sachsen. Und wenn man das nochmal resümiert, dann weiß man, dass jede Wahl nochmal in sich selber ein geschlossenes System darstellte, was nicht unmittelbar mit der Bundesseite korrespondiert. Klar ist es aber auch, besonderen Rückenwind hat es da weder für den einen als noch für den anderen aus den Koalitionspartnern gegeben. Wir müssen trotzdem die Frage stellen, wie gerade in Thüringen, wo es eine gute Entwicklung in den letzten 30 Jahren gegeben hat, in der Mitte keine Mehrheiten mehr gibt. Und das lag nicht an Herrn Moriker und das liegt auch nicht daran, dass wir entsprechend die Themen nicht richtig gesetzt hätten, sondern es ist neben dem Amtsbonus natürlich eben auch eine gewisse Unzufriedenheit an dieser Stelle, dass bestimmte Sachen einfach zu lange dauern. Aber Herr Ministerpräsident, wenn man 11 Prozentpunkte verliert, da muss ja einer die Schuld getragen haben. Hat die Thüringer CDU die falschen Themen gesetzt? War Mike Moriker der falsche Kandidat oder woran hat es gelegen? Wir haben ja die Wählerwanderung gesehen. Der geringere Teil ist ja zum Beispiel von der CDU zur AfD gegangen. Also der starke Anstieg der AfD ist nicht aus der CDU-Wählerschaft gekommen, sondern der kommt zu großen Teilen aus der Nichtwählerschaft. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die ist ein Spitzenwert. Und demzufolge muss man auch sagen, wir haben bisher immer damit gerechnet, dass viele, viele Leute zu Hause bleiben und haben gedacht, das ist das gesamte demokratische Spektrum. Und jetzt gehen sie zur Wahl und zeigen, was sie wirklich denken oder wollen oder an Protesten absenden wollen. Und damit müssen wir uns als Demokraten auseinandersetzen. Letzte Frage, Moriker wollte das nicht, aber ein Zusammengehen der CDU mit der Linken, ist das möglich? Man muss jetzt in Ruhe darüber nachdenken, was für das Land gut ist. Eine lange Hängepartie kann man sich nicht leisten, weil viel zu viel ansteht. Auch im Reigen der ostdeutschen Länder brauchen wir Thüringen auch mit einer funktionsfähigen, nicht nur geschäftsführend im Amt tätigen Regierung an der Seite. Deswegen unterm Strich sage ich mal, ist es gut, wenn man sich dort schnell zu einer entsprechenden Formation findet. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für das Interview und damit zurück zu Alfred Schier in unser Studio nach Bonn.